Heute gibt's ein paar Tipps zum Thema Salzkartoffeln richtig kochen. Aber welche Kartoffelsorten eignen sich denn? Die mehlig kochenden oder die festkochenden? Für Salzkartoffeln eignen sich am besten die festkochenden, denn die behalten die Struktur beim Kochen. Als erstes mal die Kartoffeln schälen und dann spart euch Arbeit und das Salz zieht besser ein. Und hier die Faustregel für wunderbare Salzkartoffeln. Auf 1 Kilo entsprechend Kartoffeln kommt 1 Liter Wasser und das Ganze kalt. Denn sonst tritt die Stärke aus den Kartoffeln aus. Die Kartoffeln werden außen matschig, während sie innen noch roh sind. Als Faustregel kann man sich merken, auf 1 Kilo Kartoffeln kommt ca. 15 Gramm Salz. Ich habe hier grobes Meersalz genommen. Wenn die Kartoffeln kochen, Deckel abnehmen und dann bei mittlerer Hitze zwischen 15 und 25 Minuten kochen, je nach Kartoffelstärke. Zum Testen, ob sie durch sind, einfach die Stäbchenprobe machen und reinstechen. Dann die Kartoffeln abschütten und nochmal kurz wieder auf die Herdplatte geben, damit ein bisschen die Flüssigkeit auch verdampfen kann. So, und das sind sie, unsere wunderbaren Salzkartoffeln. Wozu die Salzkartoffeln passen, könnt ihr euch hier anschauen.